herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben für euch eine Challenge gemacht mit Pali und Noblesse und wollten euch jetzt mal zeigen, was dabei rumgekommen ist. Genau, es sind quasi so kleine Spiele und bei jedem Spiel kann man eben sehen, welches der beiden Pferde verfressener und klüger ist und eben alles tut für Leckerlis. Den ersten Teil seht ihr jetzt hier auf meinem Kanal und den zweiten Teil bei mir. Seht ihr bei Corinna. Ihr Kanal ist Pali und Palio, aber wir verlinken natürlich den zweiten Teil unten in der Infobox und auch eben ihren Kanal. Viel Spaß! Also hier bei dem ersten Spiel geht es darum, dass die Pferdchen einen Apfel aus einem Wassereimer holen sollen. Noblesse hat ja schon einen guten Ansatz hier gehabt. Hat sehr toll geleckt. Ja. Sie weiß auf jeden Fall, worum es geht, aber sie hat noch nicht so ganz verstanden, wie sie das machen soll, glaube ich. Oder haben sie es schon? Ja, aus meiner Hand würde sie ihn gerne fressen. Und sie weiß schon, dass da ein Apfel drin ist, aber irgendwie so richtig geil findet sie das nicht. Umstoßen vom Eimer wäre auch okay gewesen, oder? Ja, und sie hätte es auch austrinken können, wenn sie gewollt hätte, aber so viel Durst hatte sie leider nicht. Ich glaube, das hat sie auch einfach nicht eingewöhnt. Nee, so wichtig war der Apfel nicht. Sie wusste ja auch, dass wir noch mehr zu fressen haben, ne? So, jetzt Pali dran. Ich habe vorher auch gesagt, was er zu tun hat. Und... Tada! Der Pali hat ihn einfach direkt rausgenommen, aber der hat auch ein viel größeres Maul als Noblesse. Ja. Er hat den Apfel einfach so ins Maul genommen und Noblesse hat immer noch reingeschleckt. Pali hat ihn ein bisschen gefressen. Ja. Und der liebt Wasser. Das war vielleicht einfach... Das war seine Challenge. Seine Challenge. Deine. Ja, mal gucken, wie er sich bei der nächsten Challenge so schlägt. Mhm. Bei der nächsten Challenge ging es nämlich darum, dass die Pferde durch einen Flatterhorn gehen sollten. Ob sie alleine gehen oder ob man sie führt, war dabei egal. Es ging eigentlich nur darum, dass sie sich da durchtrauen. Noblesse ist schon direkt am Anfang eigentlich sehr nah daran gegangen, aber hat es irgendwie nicht so richtig eingesehen durchzugehen. Sie dachte sich, sie kann auch einfach drum herumlaufen, um zu mir zu kommen. Aber ich finde, das hat sie ganz gut gemacht, dafür, dass ich das noch nie mit ihr gemacht habe mit so einem Flatterhorn. Ist sie da eigentlich ganz nett hingegangen. Jetzt versucht sie nochmal außen rum zu laufen. Aber sie scheint ja nicht so wirklich Angst davor zu haben, ne? Eher so. Kein Bock. Durchbruch. Ja. Und die Flatterdinger sind auch echt dolle geweht, ne? Es war schon ja, echt beliebt an dem Tag. Und dann fühle ich sie und dann geht sie da auch so drunter durch. Da haben wir aber auch eine Rundung ausgenutzt. Das war vielleicht ein bisschen schwierig. So, Pali war da relativ misstrauisch. Wir haben das schon mal gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich. Da fand er das auch super uncool. Und diesmal war er misstrauisch. Er hatte, glaube ich, nicht so viel Angst wie beim letzten Mal. Aber so richtig gerne wollte er jetzt auch nicht nah da dran. Ich finde aber, er macht das eigentlich ganz süß. Schritt also, für Schritt. Genau, langsam. Irgendwann muss ich mir mal einfach ein paar Stündchen Zeit nehmen. Ja. Und ich finde dafür, dass die Flatterbänder da so herwehen, er guckt sie zwar an, aber er springt sich da vorweg und er sieht jetzt auch nicht total irre aus vom Blick. Nö. Ja, so, nee, danke. Leute, das ist jetzt für mich so. Ich bleib hier auf meiner Seite. Also ich würde sagen, das Spiel hat auf jeden Fall Noblesse gewonnen. Definitiv. So klar wie das erste auf Palis Gruppe ging, dieses Spiel definitiv auf Noblesse. Yes. Ja. Also steht es schon mal 1-1. Ja. So, beim nächsten Spiel haben wir jeweils 2 Stangen aufgebaut und dann einen Gymnastikball dazwischen gelegt. Und die Pferde sollten den Ball irgendwie durch die Stangen kriegen, wer als erstes fertig ist. Und das war Noblesse. Ja, also beim ersten Mal war Noblesse ja schon mal der Held. Ne? Super. Also sie hat den als erstes durchgeboxt, während Pali dann nur so aus Versehen gegengelaufen ist. Einfach durch. Ja. So, 2. Runde. Diesmal war Pali auf jeden Fall motivierter. Durch die Stangen laufen möchte er nicht. Und gewonnen haben wir trotzdem. Schöne Noblesse hat es aber schöner gemacht. Pali. Aber es ging hier ja nicht um Schönheit. Es ging hier nur darum, wer gewinnt. So, 3. Runde. Noblesse hat nicht so ganz verstanden, dass der Ball geradeaus soll. Leider war auch diesmal Pali schneller. Aber nur so ganz eben. Ich hätte gefreut. Also das 3. Spiel ging leider auch an Pali. Das heißt, jetzt steht es 2-1. Und jetzt geht es bei dir weiter, ne? Mhm. So, das war schon der erste Teil von unseren Spielen. Die ersten 3 Spiele habt ihr jetzt bei mir auf dem Kanal gesehen. Und jetzt müsst ihr den Link anklicken zu Corinnas Kanal, zu ihrem Video. Und dann könnt ihr sehen, wie es ausgeht und wie die beiden die letzten 3 Spiele so meistern.